Es wird Zeit für eine neue Folge Film-News und starten wir mit einem Gerücht, das sich in den letzten 24 Stunden immer mehr verhärtet, weil auch Branchenblätter wie beispielsweise der Hollywood Reporter vermehrt darüber berichten. Die Rede ist von der möglichen gefundenen Besetzung für Mr. Fantastic bzw. Reed Richards und damit Anführer der Fantastic vor der Gruppe, die vielleicht endlich mal eine gute Verfilmung bekommt und als kommender Teil des Marvel Cinematic Universe eine sehr bedeutsame Rolle bekommt. Und viele Namen wie ein Adam Driver oder ein Jake Gyllenhaal wurden immer wieder in den Topf geworfen. Jetzt scheint es aber fast nur noch ein Terminproblem bzw. ein Koordinationsproblem der Termine zu sein, dass, Achtung, Pedro Pascal diese Rolle übernehmen könnte. Das ist gar keine so uninteressante Wahl, weil der sich in die Herzen der Fans gespielt hat in Serien wie Narcos, in der Star Wars Welt als The Mandalorian oder vor allem zuletzt auch in The Last of Us. Und ich liebe ihn auch in filmischen Ausflügen wie Massive Talent. Er hat etwas so sehr Geerdetes und Spaßiges, jemand, bei dem immer das Gefühl hat, dass er sich den Projekten unterstellt und trotzdem jede Menge seines Charakters damit hineinbringt. Und deswegen meine Frage an euch, Pedro Pascal als Mr. Fantastic. Wäre das was, wo ihr sagt, oh ja, das könnt ihr euch gut vorstellen? 2024 wird es einen neuen alten Host für die Oscars geben, denn wenn in der Nacht vom 10. zum 11. März hierzulande im Fernsehen zumindest ausgestrahlt zum 96. Mal die Oscars verliehen werden, traditionell natürlich in Los Angeles, braucht es immer jemanden, der durch das Programm führt und das ist in diesem Jahr ein neuer alter Bekannter, nämlich Jimmy Kimmel, als jahrzehntelanger erfahrener Host und selber Late-Night-Format-Inhaber und gleichzeitig jemand, der eine lange Geschäftsbeziehung mit Disney und auch so mit Bob Iger führt und die Oscars von ABC ausgestrahlt werden im kommenden Jahr, macht diese Entscheidung wahrscheinlich Sinn. Man geht hier aber eher auf Nummer sicher, denn es ist das vierte Mal, dass Jimmy Kimmel die Oscars moderiert und auch zuletzt war es eher so, dass das solide ein bisschen frech war, aber wenig spektakulär. Jimmy Kimmel aber allemal ein bekanntes Gesicht, der auch mit sehr schwierigen Situationen sicherlich sehr gut umgehen kann und damit die Oscars im kommenden Jahr also erneut moderiert von Jimmy Kimmel. Die heutige Folge Film News wird unterstützt von AG1 und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich seit 4 Jahren Veganer bin und mich sehr mit meiner Ernährung auseinandersetze. Gerade mit Blick darauf, dass ich in den vergangenen Jahren mehr als 20 Kilogramm Gewicht verloren habe, versuche ich meine Vitaminzufuhr immer im Blick zu haben. Auch wenn es um die kritischen Nährstoffe wie B12 und jetzt im kommenden Winter D3 geht, um mein Immunsystem zu unterstützen und nach dem Sport der Muskelerholung beizutragen. AG1 gehört jetzt seit einiger Zeit zu meiner morgendlichen Routine, denn die Anwendung ist denkbar einfach. Ich vermische jeden Morgen vorm Spaziergang mit meinem Hund Cooper 350 Milliliter Wasser mit einem Messlöffel des im Kühlschrank aufbewahrten Pulvers sowie einem Tropfen Vitamin D3 plus K2 und trinke es auf nüchternen Magen. AG1 besteht aus hochwertigen Inhaltsstoffen echter Lebensmittel, deren Mikronährstoffe eine hohe Bioverfügbarkeit besitzen, mit jahrzehntelanger Forschung im Hintergrund und über 50 Weiterentwicklungen. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Auf drinkag1.com/robert oder dem Link in der Infobox erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs gratis dazu. Für Neukunden gibt es außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdosen und Shaker dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in der Infobox. Vielen Dank für die Unterstützung und wechseln wir nun zu folgendem Thema. Der für Jojo Rabbit preisgekrönte neuseeländische Regisseur Taika Waititi dürfte für viele das erste Mal so richtig bekannt geworden sein, als 5-Zimmer-Küche Sark in die Kinos kam und einer breiten Masse wurde er dann durch das Marvel Cinematic Universe bekannt, nämlich mit Thor 3, der damals eine ganz andere Tonalität anschlug, witzig, unterhaltsam war, auch ein bisschen weird, aber das ist eben die Art und Weise von Taika Waititi, die auch immer gerne wieder in Interviews an den Tag legt. Bei Thor 4, Love and Thunder, waren die Stimmen dann schon wieder relativ gemischt. Ich mochte
Tor 4 noch sehr, stellt sich die Frage, weil der noch recht erfolgreich in den Kinos lief, wie sieht das denn mit Tor 5 und Taika aus? Aber hier scheint es eher schwierig zu sein, dass er auf den Regiestuhl einmal mehr Platz nimmt, denn er persönlich wirkt nicht unbedingt superheldenmüde, hat aber andere Verpflichtungen angenommen. Auch eine Art und Weise zu sagen, hey, wenn man sich etwas gezielt nicht freilässt, dass man vielleicht was anderes machen will. Denn seine nächsten Projekte, aktuell ist er erstmal unterwegs und das dürfte noch bis ins nächste Jahr hineindauern mit seinem aktuellen Film Next Goal Wins. Danach hat er unterzeichnet für Clara and the Sun, genauso auch wie The Inchill und auch die Drehbucharbeiten an seinem eigenen Star Wars Film, die schreiten weiter fort, sodass er sagt, in den nächsten 6-7 Jahren hat er eigentlich nicht so wirklich Zeit, ins Marvel Cinematic Universe zurückzukehren, auch wenn er das grundsätzlich nicht ausschließt, aber er sagt auch, ein 5. Torfilm, der sollte bis dahin schon längst erschienen sein. Also was Tor 5 angeht, anscheinend ohne Taika Waititi. Für die einen Fans, die sicherlich bei Tor 4 nicht mehr viel Freude empfunden haben, durchaus eine gute Nachricht. Also Taika erst einmal nicht im MCU. Auch Avengers 5, The Kang Dynasty, verliert seinen Regisseur, denn eigentlich sollte hier Destin Daniel Cretton die Regie übernehmen, der dafür bekannt ist, dass er unter anderem Shang-Chi ins MCU eingeführt hat und das auch durchaus mit kreativen Ideen und richtig starken Kampfsequenzen in den Action-Szenen, sodass man schon gespannt sein konnte, was er bei einem noch größeren Projekt auf die Leinwand bringt. Nun geht er aber 2-3 Schritte zurück und will sich eher auf die Fortsetzung zu Shang-Chi fokussieren und soll auch noch in Wonder Man, einer eigenen MCU-Serie, beteiligt sein, zumindest wenn es um das Produzieren geht. Das heißt, dass Avengers The Kang Dynasty irgendwie einen zusätzlichen Rückschlag erlebt, denn angeblich soll Disney auch einen der Autoren vor kurzem entlassen haben, der sehr mit dem Strang Richtung Kang verbunden sein soll oder Kang, weil auch Jonathan Majors nun ein ganz großes Problem natürlich für Disney darstellt. Die Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt werden ab dem 29. November vor Gericht verhandelt und je nachdem lässt sich für Disney vielleicht nicht so lange abwarten, was dabei rauskommt, ob man weiterhin auf Jonathan Majors setzen kann. Und deswegen kann es durchaus sein, dass man künftig diesen Oberschurken entweder umbesetzt und nicht mehr Jonathan Majors im Fokus hat oder aber auch ganz von ihm abrückt. Vielleicht deswegen auch nicht die schlechteste Idee von Destin Daniel Cretton zu sagen, lass mal lieber die Finger vor dem Projekt, mache ich Shang-Chi 2 und wenn das Ganze wieder in ruhigen Gefilden läuft, macht es dann vielleicht Sinn, auf ein so viel größeres Projekt aufzuspringen. Nach The Equalizer 3 ist vor Hannibal. Regisseur Antoine Fuqua und Denzel Washington haben bereits 5-mal zusammengearbeitet, ob die Equalizer-Reihe oder Training Day, wofür Washington den Oscar bekommen hat, oder aber auch die glorreichen 7. Nun ist ein 6. Projekt in Sicht und dabei nichts Geringeres als ein großes historisches Epos rund um Hannibal, den bekannten Feldherrn der Antike, der im 3. Jahrhundert vor Christi mit 37 Elefanten und abertausenden Menschen über die Alpen wanderte, um auf das Römische Reich zu marschieren. Und es soll schon ein langer Traum von Denzel Washington sein, diese Figur zu verkörpern. Er also anscheinend als Hauptdarsteller und das Ganze für Netflix. Ich muss ehrlich sagen, so große Epen gab es schon lange nicht mehr auf einer Kinoleinwand und bei einem solchen Film kann man davon ausgehen, dass Netflix zumindest einen begrenzten Zeitraum lang den Film auch ins Kino bringen würde. Und das nächste Woche Napoleon startet, zeigt, dass man zumindest in diese Richtung Nachholbedarf hat auf der Kinoleinwand und auch ein Gladiator 2 sicherlich in diese Genre-Richtung schielt. Kurzum, ich bin durchaus interessiert, was Hannibal dann können wird. Aber was sagt ihr denn zu Denzel Washington als Hannibal? Wandert der neue Looney Tunes Film doch nicht in die Tonne? Ich meine, der Merger von Warner Brothers und Discovery ist ja noch nicht so lange her. Und David Zaslav als neuer Chef hat ja klar die Order ausgegeben. Was Blockbuster angeht, will man sich wieder aufs Kino konzentrieren und keine mittelteuren Filme für eine Streaming-Plattform wie HBO Max oder nur noch Max vom Titel her machen. Weswegen ein Bad Girl komplett in den Giftschrank wanderte oder auch ein Scooby 2. Hintergrund ist, dass man dann letztendlich steuerliche Abschreibungen geltend machen kann und sich das vielleicht dann noch mehr rechnet. Und ähnliches sollte der Fall sein bei Coyote vs. Acme, der sich mit Will E. Coyote, den kennt ihr sicherlich, den Pechvogel aus der Looney Tunes Welt, beschäftigt. Und das Ganze soll quasi ein Mix aus Animations- und Realfilm sein, im Space Jam-Stil mit John Cena in der Hauptrolle. Klingt ein bisschen skurril, 70 Millionen Dollar kostet der Film und wenn Warner den nicht rausbringt, könnten sie um die 30 Millionen Dollar an steuerlichen Abschreibungen wieder geltend machen und damit auch Geld sparen.
waren. Bei Fans kam das Ganze aber nicht gut an und auch auf anwaltlicher Ebene scheint zumindest rund um John Cena und auch dem Regieposten einigen miteinander gesprochen zu haben, weswegen es jetzt nicht mehr ganz sicher ist, dass der Film tatsächlich niemals gezeigt wird, sondern Warner anscheinend grünes Licht gibt, um ihn zumindest freizugeben, um ihn anderen anzubieten. Also, dass er auf einer anderen Streaming-Plattform landet oder auch bei einem anderen Studio und dadurch vielleicht im Kino. Mal gucken, ob wir also den neuen Looney Tunes Film dann am Ende doch zu Gesicht bekommen. Erst kürzlich wurde der SAG-AFTRA-Streik nach 118 Tagen beendet und besonders Fans von Serien mussten, weil wenn 118 Tage lang nicht gedreht werden konnte, jetzt damit leben, dass neue Staffeln von beliebten Formaten weniger Episoden haben, als sie sonst für gewöhnlicherweise erleben können. Und jetzt müssen Fans von Big Bang Theory besonders stark sein, denn die kommende im Februar 7. startende Staffel von Young Sheldon hat nur 14 statt 22 Episoden, aber vor allem wird es die letzte sein. Als CBS die Serie verlängerte nach der 4. Staffel um ganze 3 weitere, war das im Grunde schon so ein Rahmen, den man vorgegeben hat und den scheint man jetzt auch zu realisieren. So kommt die Serie zu einem Ende, das sich nach und nach anbahnt und für alle Big Bang Theory Fans heißt das, nach der kommenden 7. Staffel ist auch Schluss mit Young Sheldon. Und hier noch 2 Kurzfilm-News im Überblick. Am 14. September startete ja das neue Hercule Poirot-Abenteuer nach Agatha Christie in den Kinos mit The Haunting in Venice. Und gut 2 Monate später könnt ihr den Film dann schon auf Disney Plus schauen. Nämlich ab kommendem Mittwoch, dem 22. November, ist es soweit. Dann könnt ihr Haunting in Venice direkt auf Disney Plus streamen. Und Deadpool-Regisseur Tim Miller scheint sein nächstes Projekt gefunden zu haben. Die Rede ist von Alien Legion, einer Comic-Adaption, die bei Warner Brothers Discovery entstehen soll und sich mit einer intergalaktischen Friedenstruppe beschäftigt, die aber sehr merkwürdige Mitglieder hat, sodass das Ganze ein wenig an Guardians of the Galaxy erinnert. Aber da das Projekt sich noch in einer ganz frühen Phase befindet, dürfte es noch einige Jahre dauern, bis wir davon wirklich mehr hören. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.